Liebe Modellbahnfreunde, heute erklären wir die analoge Einbindung unserer digitalen Drehscheibe. Unsere Drehscheibe ist natürlich in der Analogsteuerung nicht so umfangreich wie mit der digitalen Steuerung, aber zumindest können Sie die Drehbühne bewegen und auch die einzelnen Gleise anfahren. Was wird benötigt dazu? Ganz einfach unser analoges Stellpult, und zwar das 7276-0. Dieses Stellpult ist speziell für unsere digitalen Produkte, die aber weiterhin ein bisschen analog gesteuert werden soll. So, jetzt schließen wir mal die Drehscheibe einfach mal an. Und zwar dazu haben wir wieder unsere Transportsicherung und die Drehscheibe. Transportsicherung stülpen wir einfach zur Sicherung drüber und drehen diese einfach um. So, ich habe hier schon vorbereitet zwei Kabel. Das ist einfach zum Installieren der Drehscheibe einfacher. Und wir brauchen hier zum Anschluss des Stellpults den Decoder-Anschluss. Da schließen wir einfach das rote Kabel an das B sowie das braune Kabel an das 0. Das war's schon. Bei analogen Bahnfahrern brauchen einen separaten Gleisstrom. Das heißt, Sie können hier den Trafo, an der Mitte das rote Kabel und an der Seite schließen Sie einfach die beiden braunen Kabel an. So, jetzt haben wir die Drehscheibe mit dem beigefügten Kabel in dem Stellpult angeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch an das Stellpult dieses Kabel anschließen. Wir haben hier 8 Steckplätze. Es ist auch egal, an welchen Steckplatz ich das stecke. Überall wird das gleiche Signal ausgegeben. Wichtig dabei, die Kabel müssen nach unten zeigen. Des Weiteren ist auch beigelegt in dem Stellpult ein Anschlusskabel für unseren Schaltnetzteil, das normale 36VA-Schaltnetzteil 66360. Dieses Schaltnetzteil müssen Sie aber separat erwerben. Der Adapter selber wird hier einfach angesteckt, an der Seite angesteckt, und das war der gesamte Anschluss und Verkabelung bis auf das Schaltnetzteil mit der Drehscheibe. So, nun haben wir das Stellpult mit der Drehscheibe verbunden. Zum Schluss wird nur noch der Strom mit unserem ganz normalen 36VA-Schaltnetzteil angeschlossen. Beim Erstbetrieb müssen Sie nur einmal die Adresse von 225 auf die Adresse 1 bis Adresse 4 bringen. Das geht ganz einfach, indem Sie das Stellpult mit der Taste 1 betätigen und wieder lösen. Dann gehen Sie auf die Taste 2, betätigen und lösen, sowie die Taste 3, betätigen und lösen, und die Taste 4, betätigen und lösen. Jeweils bekommen Sie einen Bestätigungston, dass die Eingabe erfolgt ist. Nun machen wir das Ganze zusammen. Wir schließen das Schaltnetzteil an, warten ungefähr eine Sekunde und dann drücken wir die jeweiligen Tasten. Und am Ende kommt ein Bestätigungston, dass alles eingegeben ist. So, nach dem Programmieren jetzt zur Steuerung. Fangen wir an bei der Taste 4. Wenn ich diese betätige, dann dreht die Drehscheibe einen Schritt nach rechts. Bei der Taste 3 ist das gleiche, bloß dass sie nach links dreht.
das machen wir jetzt auch mal. Das heißt, jetzt fährt die Drehscheibe einen Schritt nach links. Wenn wir diese wieder entriegeln, können wir die nächste Eingabe machen, wie zum Beispiel bei der Taste 2. Diese ist eine Dauerdrehung bis maximal 180 Grad. Das heißt, wenn wir die betätigen, dann dreht die Drehscheibe in die jeweilig vorher gedrehte Richtung und eben an die Position, wo ich es haben möchte, aber maximal 180 Grad. Wenn ich die Drehscheibe jetzt einfach an die Position haben möchte, löse ich diese Taste und dann bleibt sie auch an diesem nächsten Gleis stehen. Die Taste 1 ist zum Entriegeln der Drehbühne selber. Damit kann ich zum Beispiel, wenn ich Wartungsarbeiten vornehmen muss bei der Drehbühne, kann ich einfach diese Taste drücken und die Drehscheibe einfach mal auf eine andere Position drehen, sodass ich an die anderen Sachen herankomme. Wenn ich diese wieder betätige, dann ist sie wieder verriegelt und ich kann mit dem Spielbetrieb wieder starten. So, und wie die Drehscheibe mit anderen Steuergeräten von unserem Haus bedient wird, das erklären wir in den anderen Videos.